Hi Leute und willkommen bei Eve. Na, ab in den Multiplayer oder doch lieber in die Singleplayer-Kampagne? Würde ja eher sagen, dass wir uns die Kampagne angucken werden, weil im Multiplayer ist mir sehr, sehr flau im Magen geworden. Ich hoffe ja, dass es bei der Kampagne etwas ruhiger zur Sache gehen wird. So, wie geht das denn hier? We have many legendary battles reconstructed from the memories of those pilots who fought and died there. Maybe some of our Kann best ich jetzt can hier noch was replace anderes them. auswählen? Erleben Sie die Erinnerung unserer Vergangenheit, wiedererlangt von den gefallenen Piloten, denen Sie widerfahren sind. Aha, Erinnerung. Was haben wir denn hier? Aufklärung. Also, wie es aussieht, gibt es hier mehrere. Ja, Kapitel, die man anwählen kann aus der Kampagne. Ja, hier kann man halt gegen Wellen kämpfen. Was haben wir denn hier? Was ist das hier nochmal? Aufklärung. Erkunden Sie virtuelle Kopien aktiver Umgebungen. Okay, also hier sucht man wohl eher nur so nach Sachen. Nach Sammelobjekten oder so. Was haben wir denn hier? Ich habe keine Ahnung, was man hier machen kann. Ja, und das hier ist halt das Tutorial. Ja, man könnte ja mal hier mal reingehen, Überlebensmodi. Kann man jetzt hier auch mehrere Sachen auswählen, so wie es aussieht? Ja, es gibt genug Karten, ja. Ist eine Menge Auswahl. Kathedrale. Kathedrale, was nehmen wir denn? Was war das erste nochmal? Ah, okay. Ich werde dann einfach mal die Kathedrale nehmen. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich hatte es vorher nur kurz mal im Multiplayer getestet. Und da wurde mir halt sofort flau im Magen. Könnte sein, dass es hier jetzt genauso sein wird. Weil, ja, es ist ja gegen Wellen. Ach da, genau. Ich hätte einfach auf Weiter klicken können. Kathedrale. Okay. Punkte werden hier angezeigt. Null, ja. Kein Wunder. Es kommt mir so vor, als wenn man das auch im Koop zocken könnte, weil hier noch die anderen Plätze sind an den Seiten. So dass man auch dann seine Freunde einladen kann. Wo bleibt mein Bild? Oh, ist aber sehr, 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 sehr dunkel hier. Welcome. Aber absolut kein Plan, wie das hier mit den Waffen funktioniert. Muss es da selber erstmal nochmal wieder reinkommen. Wird das hier aber etwas heller? Heller, bitte. Okay. So, ist gerade etwas zu weit nach hinten. Das sieht man dann hier auch, wenn man aus dem Kopf heraus ja, sitzt, sozusagen. Also ein bisschen weiter nach vorne, so ungefähr. Okay, wo sind die Gegner? So wie es aussieht, bin ich hier ganz alleine. Es gibt keine KI, die mir dabei helfen wird. So, mit Dreieck anvisieren. Wie soll man die denn treffen? Ah, doch, das funktioniert. Also es funktioniert hier auf jeden Fall viel besser als im Multiplayer. Ui. Aber ich muss ja auch ein bisschen aufpassen, weil mir ja relativ schnell sehr flau im Magen wird. Ist ein bisschen kompliziert, hier die Gegner zu treffen. Hui. Wo will der hin? Puh. Mein Magen. So, hab noch einen.
Nee, da sind doch noch Gegner. Ich habe jetzt nur zwei oder drei Gegner umgebracht. Jetzt Welle 3, okay. Geht das wohl nach Zeit, so wie es aussieht? Punkte werden mir angezeigt. Aber ich habe hier noch irgendwie so ein paar Raketen mit dabei. Wie ging das hier nochmal mit den Raketen? Ach genau, L2 anvisieren. Oh, verdammt. Ich muss den auch im Visier behalten. Mein Magen! Irgendwo ist hinter mir einer, verdammt. Die sind ja überall. Also man sollte vorher auf jeden Fall etwas essen. Nur mal so... Oh, ich bin jeden Moment tot. Nur mal so als kleiner Hinweis. Ich weiß auch nicht, was das jetzt hier mit der Kampagne zu tun haben soll. Mit dem Singleplayer. Ich habe absolut keine Ahnung. Und bin tot, ja. Das hat ja super angefangen hier. Da hätte ich auch in den Multiplayer reingehen können. Und wer da permanent verreckt. Also ich denke, ich werde mir jetzt eher etwas suchen, was so mehr nach Kampagne aussieht. So, wo kommt man hier zurück? Also, was hatten wir hier? Aufklärung. Erinnerung. Ja gut, das hier ist nur das Tutorial, so wie es aussieht. Das macht ja irgendwie keinen Sinn, das jetzt hier in dem Video zu präsentieren, wie das hier alles funktioniert. Obwohl ich da auch überhaupt keinen Plan von habe, wie das alles funktioniert, aber das ist wieder eine andere Sache. Das muss ja jetzt keiner hier in dem Video sehen, wie man das alles erklärt bekommt. Erinnerung, also entweder Erinnerung oder Aufklärung. Ich würde sagen Erinnerung. Mach mal das mal, das sieht mehr nach Kampagne aus. Oh, hier haben wir auch noch einige Level. Und hier wird auch angezeigt, was man hier so machen kann. Ich würde sagen, ich mache das hier. Das sieht doch mehr nach Kampagne aus. Und Eve ist halt ein Vollpreistitel für, ja, 70 Euro. Ist auch ein bisschen viel, meiner Meinung nach. Hätte man auch so für, ja, ein bisschen weniger verkaufen können. Aber so ist das halt, ne? Wenn eine neue Plattform rauskommt, da gibt es dann immer einige, ja, Titel, die dann so teuer wie es geht verkauft werden. So, mal gucken, was uns hier erwartet. Meine Position ist korrekt, so wie es aussieht. Ja. Hey. Wo will der hin? Wie lautet mein Auftrag? Alright, listen up. Escort missions are pretty routine, but let's keep our eyes open. Got a bad feeling about today. Get into formation and follow my lead. Roger. Okay, so wie es aussieht, muss ich halt die Gruppe eskortieren. Die Gruppe ist irgendwo hinter mir, oder? Den Konvoi, genau. Begleiten. Ach, da oben sind die alle. Also das gefällt mir auf jeden Fall besser als dieser Überlebensmodi. Hat auch irgendwo mehr mit Kampagne zu tun. Oh, ganz viele Gegner. Oh, was war das denn? Habe ich jetzt überhaupt eingetroffen? Hui. Ganz langsam umdrehen, bevor mir wieder flau im Magen wird. Ich habe halt sonst woanders keine Probleme gehabt. Okay, bei Ansel Dorn, wo es dann mit der Achterbahn halt, ja, ab und zu mal hoch und runter ging. Da wurde mir etwas flau im Magen, aber hier ist es halt teilweise sehr extrem. Und muss deswegen hier halt etwas langsamer fliegen. Ah, jetzt ist er wieder hier weggeflogen. Ich wollte das mal zeigen mit den Raketen. Wo sind jetzt hier ein paar Gegner, die jetzt einfach mal gerade rumfliegen? Es fliegt keiner gerade rum. Boah, Hilfe, mein Magen. Ich schaffe auf keinen Fall so extrem
nach oben fliegen. Ah, ich wollte den noch anvisieren. Was ist denn hier los? So, jetzt aber. Jetzt ist er wieder abgehauen. Also wer das hier einwandfrei hinbekommt, ohne dass einem flau im Magen wird, der hat's drauf, auf jeden Fall. Wieder kein getroffen mit der Rakete. Also das Zielen ist hier etwas gewöhnungsbedürftig. Man trifft halt so gut wie gar nichts. Oh, wow! Rein getroffen. So, jetzt kann ich das aber mal mit den Raketen probieren, wenn der da bleibt. So, das hat jetzt wunderbar funktioniert. Ach komm, das dürfte auch noch funktionieren, oder? Yep. Sehr gut. Aber was geht denn da ab? Okay, so wie es aussieht, müssen wir abhauen. Bis zum nächsten Leben. Habe ich jetzt verkackt oder war das jetzt das Ende oder wie? 100% wird er angezeigt. Ja, 100%, also dürfte es das gewesen sein. Das war ja sehr, sehr kurz, also ich hatte da irgendwie mehr erwartet. Dass jetzt noch irgendwie größere Gegner kommen oder mehr Gegnerwellen oder so. Also, ja, Tutorial 100%, hier 100%. Was hatten wir noch gehabt? Ich werde das hier einfach mal probieren. Mal gucken, ob das wieder dasselbe ist wie eben. The Schism Faction is looking for a new location somewhere off the grid, and this Caldari shipyard has caught my eye. Of course, the Caldari are not just going to give it to us. The game requires many moves, and we're about to make our first. I have a friend on the inside, but recently he has gone silent. We're going to have to re-establish connections with him again without arousing suspicion. So hab keine Ahnung, ob ihr das gerade sehen wollt. Könntest du auch einfach wegdrücken? Aber ich lasse es jetzt einfach mal und halte meine Klappe. Solange die Sequenz noch läuft. VIP the means to push out a transmission past the grid. The team is briefed and have their instructions. I'm sending you the coordinates. You're the star of the show, so don't be late. So. Lädt immer noch? Fehler im System oder was ist hier los? Hallo? Nothing for you in that direction but a slow death. Okay, also das hier sieht auf jeden Fall aufwendiger gemacht aus. Ja, da oben sind ganz viele Minen. Dürfen auf keinen Fall da reinfliegen. Das heißt, da oben, überall, hier unten oben, an der Seite, kreuz und quer, sind überall Minen. Grüne und rote, aber die Frage ist, was bedeuten die Grünen? Klar, die Roten sind tot, bedeuten tot. Aber die Grünen, sind die von uns? Minefield Security Access confirmed. They will deactivate the mines and we can sail right in. But stick close. Mines that have turned green are safe. The red ones, however, the red ones will kill you. So keep to the route. Nobody gets hurt. Think of yourself as an insignificant blip. They won't even see the ticks that will bring down the mighty beast. Welcome home, pilots. We've lit a path for your approach. Now, pilot,
as intended. Requires a little creative misdirection. Remember your mission and don't get distracted. This is all about you. No matter what happens, just focus on your objective. Infiltrate the station, place our listening devices, and set up a communication link with our guest. Okay, wohin? Wir müssen diese Abhörgeräte platzieren. Zurück zu... Achso, wo sind die denn? Hä? Hier, oder? The noise has awoken their defenses. Excellent. Remove the enemy before we place the drones. Ach, da unten sind meine Leute. Ja, verdammt, daneben. Ah, doch getroffen, sehr gut. Ah, ich wurde auch getroffen. Wo war jetzt der Weg? Ich glaube, wir müssen erst die Gegner umbringen und dürfen dann da rein, um die Abhörgeräte zu platzieren. Ah, der ist noch zu weit weg. Sind hier noch andere Gegner? Kann er jetzt auch mal hier anvisieren? Ah, jetzt hat das funktioniert. Ach, der hat Flares abgesetzt. Ui. Also hier so genau die Mitte zu treffen. Hä? Das macht wohl keinen Sinn, da überhaupt drauf zu ballern. So, da wird irgendetwas angezeigt. Ach, da unten.